Hallo ihr Lieben, hier ist die Sabrina wieder, das letzte Mal in diesem Jahr. Und ich wollte euch was zeigen, beziehungsweise wollte euch mal mitnehmen, wenn ich von diesem 10er Päckchen hier die letzten zwei Reihen sticke. Also, mir ist ja selber was an mir aufgefallen. Ne? Ich habe ja gesagt, oh, ich sortiere nicht mehr vor. Nee, das mache ich nicht mehr. Aber soll ich euch was sagen? Ich habe so verschiedene Techniken, die ich dann anwende, je nachdem, wie meine Tagesform ist. Also ich habe dann tatsächlich gestern hier vor allen Dingen in dem Bereich, wo so viel Konfetti ist, und sich das ständig abwechselt. Und wenn ich dann merke, oh, ich möchte ja so gern Perlen sticken, aber eigentlich bin ich total kaputt oder müde, dann habe ich mich trotzdem hier wieder dran gesetzt an mein selbstgebasteltes und habe tatsächlich aus diesem wunderschönen Holzperlenarrangement mir dann die Perlen vorsortiert. Und das habe ich zum Beispiel gestern Abend gemacht, weil ich einfach kaputt war, aber ich wollte was arbeiten und es hat gut getan. Dann heute Morgen war ich ja voller Elan, ausgeschlafen und überhaupt und hatte wieder eine andere Technik. Und zwar, dass ich dann nicht vorsortiere, sondern zum Beispiel mir immer drei Symbole merke im Kopf. Zum Beispiel gleich, Strich, Herz. Also wirklich nur so einsilbrig. Und die merke ich mir dann und pick sie mir aus meinem Holzperlenbrett und stick sie dann direkt. Also ich bin da sehr flexibel. Ich denke auch, was soll ich mir dann das Leben schwer machen, wenn ich jetzt zum Beispiel kaputt bin, aber mich trotzdem ein bisschen entspannen möchte, kann ich mir vielleicht noch nicht mal drei Sachen merken. Ja, so ist das. Und ja, manche haben mir auch geschrieben, boah, du bist so wahnsinnig schnell und Wahnsinn. Finde ich jetzt eigentlich gar nicht. Also wenn ich so mein Arbeitstempo an sich sehe, mache ich das immer sehr langsam. Also finde ich jetzt. Aber ich habe ja diese Timecheap-App und habe tatsächlich jetzt mal geguckt, wie lange ich insgesamt für diesen Abschnitt, den ich euch jetzt nachher zeige, das ist ja jetzt bald die erste Seite komplett und hier von der zweiten Seite noch ein bisschen der untere Teil. Da habe ich jetzt gebraucht mit Vorarbeit, also mit Sortieren der Perlen, 59 Stunden und 36 Minuten. Ich habe dann irgendwann mal angefangen, auch mir die Perlen zu merken, also immer im 10er-Pack und habe dann irgendwann aufgehört. Wobei es interessant wäre zu wissen, wie viele Perlen ich jetzt gemacht habe. Aber ich denke, wenn ich das erste Blatt fertig habe, ist es ja ein Viertel von den Gesamtstichen. Also kann man sich dann im Endeffekt dann auch noch ausrechnen. So, jetzt nehme ich euch auf jeden Fall mal ein bisschen mit. Wie versprochen. So, da ist wieder schön Konfetti. Und zwar ist es gleich Strich und Herz. Dann nehmen wir ein gleich. Das ist ein wunderschönes Rosa. Also, ist das rosa oder Lachsfarben? Oh, das sind so, das geht wirklich schwer, ne? Wenn man das so zeigen will, dann geht das wirklich etwas schwieriger. Also wenn man das normal stickt, das ist wirklich wie verhext. So, Faden nach hinten. Und durchgezogen. So, das nächste ist jetzt habe ich es wieder vergessen, was das nächste war. Das ist tatsächlich, wenn man dann auch so viel erzählt während dem Videodreh oder wenn man sogar noch live geht, ist es wirklich nicht so einfach, das muss ich sagen. So, die nächste Farbe. Also seht ihr, wie langsam ich eigentlich arbeite und ich mache das auch tatsächlich nicht viel schneller, wenn ich jetzt kein Video drehe oder so. Ich mache das wirklich ganz gemütlich und ich setze mich halt tatsächlich immer dran, jede... nein! Das ist mir auch noch nicht passiert. Also das ist ja wie verhext. Bin ich vielleicht doch ein bisschen aufgeregt.
Nee. So, jetzt. Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Ist nicht so schlimm. So, dann die nächsten drei wären A, Herz und Strich. Ein kleines A. Herz. Und dann kommt jetzt gleich noch der Strich. Autsch! Also, das passiert mir auch oft, dass ich mich piekse, wirklich. Naja. Und schon wieder vergessen, ne? Und ein Strich. So. Und was ich auch mal ausprobiert habe, mal die Perlen so zwischen die Finger zu nehmen, das geht eigentlich auch ganz gut, aber ich habe für mich tatsächlich gemerkt, dass es besser ist, wenn ich den Stoff so ein bisschen halte. Also ich halte ihn jetzt natürlich höher als normalerweise, damit ihr einfach auch was erkennen könnt. Ich habe mir auch tatsächlich jetzt bei Amazon eine neue Handyhalterung geholt, damit ich dann auch von der Höhe so ein bisschen variieren kann. Jetzt steht das Handy im Prinzip ja nur irgendwo drauf, aber ich kann das nicht ein bisschen justieren. Und da habe ich mir gedacht, komm, das gönne ich mir. Allerdings habe ich noch keine große Speicherkarte. Also es wird wahrscheinlich jetzt wieder kein Riesenfilmchen für euch, aber ich bin auf jeden Fall dran. Und ich will ja auch auf jeden Fall mal live gehen auf YouTube. So, jetzt gehe ich hier direkt in die neue Reihe über. Und, oh, das ist ein bisschen schwer. Ich versuche das jetzt mal hier trotzdem hier mal so ein bisschen abzulegen. Was ich mich gefragt habe, ich habe ja jetzt von links unten angefangen. Einfach weil mir das angenehmer ist eigentlich. Normalerweise laut der Stickschrift soll man ja immer, oder wenn man das jetzt befolgen würde, oben links anfangen. Hat es schon mal jemand von euch gemacht? Oben links angefangen? Wie ist es dann, wenn man dann die Perlen, im Prinzip muss man ja auch immer wieder von unten, also aus der nicht bestickten Reihe, in das bestickte Feld rein. Das stelle ich mir irgendwie umständlich vor. Ich glaube, da müsste man die Nadel immer so arg biegen. Also ich kann mir das nicht vorstellen. Ich habe mir tatsächlich überlegt, ob ich das bei der Meise, das ist ja ein kleineres Bild von Tokarewa, das einfach mal ausprobiere. Aber ehrlich gesagt, irgendwas sträubt sich dagegen. Und dann will ich es eigentlich auch nicht ausprobieren. Der Gedanke kam mir, weil das nämlich jetzt schon auf Dauer, was ich hier, warte mal, das ist wirklich, ich mache das jetzt mal hier auf, ein bisschen schwer wird, das, was man also als Perlenstick schon fertig hat, das liegt einem dann auch so schwer in der Hand, ne? Also, da fehlt mir tatsächlich noch so ein bisschen die Praxiserfahrung. So, das war jetzt das erste aus der neuen Reihe, also aus der zehnten. Zwei Striche. Also es macht einfach mega Spaß. Und Leute, ich habe noch so viele Projekte offen. Ich habe ja von Josephine Wall Melody in Love angefangen. Ach, das ist auch so ein tolles Bild. Habe das aber, nachdem ich jetzt, glaube ich, ein Achtel oder so da geschafft habe, weil das sind so viele Farben, glaube ich, 276 Farben. Da habe ich mein ganzes Wochenende gebraucht, um die Steinchen zu sortieren in Medizinbecher. Hat aber auch mega Spaß gemacht. Ich mache sowas ja auch wahnsinnig gerne, so vorsortieren und so. Bin aber jetzt erstmal aufs Perlensticken gewechselt und habe gedacht, ach komm, packst du die Josephine Wall wieder ein, wobei der Phönix auch noch bei mir steht.
noch nicht ausgepackt. Und ich habe auch noch ein paar Kreuzstichsachen. Also ich habe mir in meine Timecheap-App, ich glaube, ich habe 12 offene Projekte. Das ist doch der Hammer, gell? Also offene Projekte und davon sind 1, 2, 3, 4, 5, 5 angefangen. Ja. Und das ist echt wahnsinnig viel. So, jetzt muss ich mal zählen. 1, 2, 3, 4. Dann habe ich jetzt noch 6 Strich A Herz. Ich habe auch mal tatsächlich jetzt mal letztens probiert, mal aus diesen Zehnerfeldern rauszugehen und mal 20 oder 30 Perlen in einer Reihe zu sticken. Glaubt ihr, dass ich das nicht hinkriege? Da werde ich so unkonzentriert. Also ich werde auf jeden Fall werde ich in diesen 10x10 arbeiten. Das ist einfach für mich idiotensicher. Und ich zeige euch jetzt auch gleich mal, was mir passiert ist. Aber ich bin da eigentlich sehr großzügig mir selber gegenüber. Da bin ich jetzt nicht so streng, aber ich werde es euch gleich mal zeigen. Ist natürlich doof, dass es passiert ist, aber so seid ihr da vergessen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, noch 3 Stück. Das ist Strich, Herz, Strich. Und da ist mir was Dummes passiert. Ich habe erst überlegt, oh, soll ich das jetzt zeigen oder soll ich es nicht zeigen? Aber dann denke ich, oh komm, warum eigentlich nicht? Ist doch nicht so schlimm. Und es ist vielleicht auch jedem Perlenstick-Anfänger schon passiert und ich wollte es halt dann auch nicht wieder aufmachen. So, eine noch, ihr Lieben. Und dann ist das nächste Zehnerpäckchen fertig. So, und weil das die letzte ist. Na, gehst du da so richtig rein? Na komm, du wirst deinen Platz finden, oder? Wo bist du denn? So, jetzt. Und weil das die letzte Perle ist, gehe ich auch da jetzt noch mal rein. Einfach ein zweites Mal, damit die so ein bisschen fester ist. Weiß ich nicht, ob man das machen muss. Ich mache das einfach bei der letzten Perle. Oder wenn ich dann neu für die neue Perle einfädle. Oh Gott, ihr seht nichts, gell? Dann mache ich das, damit das einfach besser sitzt. So. Und nun zeige ich euch mal, bevor mein Speicher wieder voll ist, was mir passiert ist. Und zwar, ja, sieht man es zum Beispiel hier, ist ein kleiner Ausrutscher und dann ist mir das hier passiert mit den dreien. Was ist da passiert? So. Ich bin nicht in dem Zehnerraster geblieben, sondern habe einfach mehr gemacht und habe mich total vertan und habe das dann aber erst gesehen, als ich hier mit diesem komplett hier fertig war. Und ich habe mich erst mal so geärgert. Egal, wann ich mir dieses Bild angucke, ich drehe es mal so ein bisschen auf, egal, wann ich mir dieses Bild angucke, ich muss immer auf die Fehler schauen. Ich weiß, dass auf jeden Fall die Schaukel und der Baum werden voll der Eyecatcher und auch hier diese wunderschönen Mohnblumen. Aber ich habe dann auch zu meinem Mann, habe ich dann auch gesagt, weißt du, das ist mein allererstes Perlenstickbild. Und ich glaube, so eins, zwei kleine Fehler, die will ich einfach da drin lassen. Erstmal, weil es mich daran erinnert, dass es mein erstes Bild ist. Zweitens, man ist ja nicht unfehlbar und es spornt mich auch an. Ich habe es ja auch wirklich als Übungsstück jetzt erstmal so gesehen, um mich da reinzufinden, dass wenn ich dann die Tokarewa-Bilder anfange, dass mir das dann nicht mehr passiert. Und es ist trotzdem wunderschön, ihr Lieben. Gell? Auf jeden Fall. Und ich habe auch mitgekriegt, dass ihr ja, also einige von euch, ja auf der Facebook-Seite euch vorgenommen habt, ab dem 1.1. ein neues Projekt zu starten. Das finde ich ganz toll. Ich
wünsche euch allen ganz, ganz viel Spaß. Ich habe es mir tatsächlich auch überlegt, aber ich habe auch jetzt von meinem Arbeitsplatz, wo ich hier sitze, nicht so viel Platz, dass ich jetzt nochmal zum Beispiel jetzt ein zweites Perlenstickbrett dazu holen könnte, um da die Farben zu sortieren. Und ich habe ja auch noch die angefangenen Projekte und will auf jeden Fall erstmal die Schaukel fertig machen und dann switche ich direkt um auf ein Tokarewa-Bild. Wahrscheinlich das mit den Mohnblumen, weil die Meise ist tatsächlich dann erst wieder oder darf fertig sein im Winter. Genau. So, ihr Lieben, das war es erstmal von meiner Seite. Ich hoffe, ihr konntet alles gut erkennen. Ich habe manchmal gar nicht drauf geachtet. Ich wünsche euch allen einen guten Rutsch. Kommt gut rüber ins neue Jahr. Dieses Mal ist alles ein bisschen anders als sonst, aber man kann es sich trotzdem schön zu Hause machen. Gell? Alles Liebe für euch und wir sehen uns wieder im nächsten Jahr. Eure Sabrina. Tschüss.